Moin moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Videotutorial in C#. Heute soll es um Debugging gehen. Nun, was ist Debugging? Das Wort besteht aus zwei Unterbegriffen, einmal Bug und dann die davor. Bugs, was sind Bugs? Das solltet ihr kennen, das sind irgendwie kleine, böse Fehlerchen, die dafür sorgen, dass ein Programm nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das Wort die heißt so viel wie, ja, ich möchte diese Fehler finden und irgendwie ausmerzen. Die sollen im Programm nicht mehr vorhanden sein. Gut, wie geht das? Okay, da legen wir erstmal ein neues Projekt an. Und um halt euch zu zeigen, wie das Debugging geht, brauchen wir irgendwie eine kleine Anwendung, wo man dann sehen kann, okay, das läuft jetzt nicht so rund, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe mir da überlegt, ein kleines mathematisches Problem zur Hand zu nehmen. Und zwar soll es darum gehen, wie finde ich raus, welche Zahlen durch eine andere Zahl teilbar sind. Ja? Also zum Beispiel, gib mir alle Zahlen von 1 bis 20 aus, die durch 2 teilbar sind. Gut, da brauchen wir jetzt erstmal unsere 2, das ist der Divisor, das ist die Zahl, durch die man teilt. Ja? Also Divisor, das soll 2 sein. Und dann haben wir gesagt, okay, alle Zahlen von 1 bis 20, also brauchen wir ein Intervallende. Also int Intervallende, das soll 20 sein. Bis dahin wollen wir gucken. Gut. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen also jede Zahl von 1 bis einschließlich 20 überprüfen, ist die denn durch 2 teilbar. Dazu nehmen wir am besten eine While-Schleife. Die sieht von der Struktur erstmal so aus. While, Klammer auf, Klammer zu. Und dann natürlich diese geschweiften Klammern. Da kommt dann der Code rein, den wir ausführen wollen. In die runden Klammern kommt jetzt die Bedingung rein, wo C# dann überprüft, ja, soll ich das, was da in der Schleife steht, jetzt ausführen oder nicht. Das heißt, so lange wie das, was hier oben drin steht, stimmt, macht das, was da unten steht. Also wir wollen gucken, wir zählen von 1 bis 20. Also erstmal bis Intervallende. Können wir schon mal hinschreiben. Intervallende. Bis dahin soll es gehen. Gut, wenn das bis dahin gehen soll, muss das, was wir überprüfen wollen, kleiner oder gleich sein. Ja, dafür brauchen wir jetzt natürlich nur eine Variable. Das könnte man jetzt einfach mal sagen, das ist überprüf. Und jetzt ist natürlich die Frage, womit fangen wir an? Natürlich mit der Zahl 1. Wir wollen von 1 bis 20 gucken. Also überprüf soll 1 sein. Also solange jetzt die Variable überprüft, also die Zahl, die wir überprüfen wollen, ist die durch 2 teilbar oder nicht, solange die halt kleiner als 20 ist, dann überprüft er irgendwas. Also solange überprüf kleiner oder gleich 20 ist, tu jetzt das, was hier unten steht. Okay, dann tun wir das mal. Wie überprüfen wir jetzt denn wirklich, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist zum Beispiel? Okay, wir gucken erstmal, wie ist es dann mit dem Teilen? Wie teile ich in C#? Ja klar, mit so einem komischen Slash. Gut. Welche Zahl möchte ich teilen? Überprüf. Überprüf, ja, schön. Überprüf. Und durch was möchte ich die teilen? Durch den Divisor hier oben. Also das wäre jetzt die 2. Ne? Ich habe das hier oben gemacht, Variablen benutzt, damit man dann nachher, wenn man denn möchte, irgendwie schnell mal die austauschen kann, ohne lang zu suchen. Gut, dann gucken wir mal. Also durch Divisor. Gut. So, das ist jetzt eine ganz normale ganzzahlige Division. Wenn wir da jetzt Division durchführen, dann kriegen wir nicht das raus, was wir haben wollen, sondern wir kriegen jetzt erstmal irgendwie raus, die Zahl passt jetzt so und so oft in das Überprüf rein. Damit können wir herzlich wenig anfangen. Wir wollen gucken, ist diese Division, wenn wir die durchführen, ist da ein Rest da? Also gibt es einen Rest oder ist der 0? Wenn der Rest nämlich 0 ist, dann ist die Zahl ganzzahlig durch, hier in dem Fall 2, teilbar. Und das überprüfen wir nicht mit dem Slash, sondern mit so einem Prozent. Das nennt man Modulo-Rechnung, wen das interessiert. Auf jeden Fall, das Prozent gibt uns den Rest einer ganzzahligen Division durch. Aus. So rum. So. Also, das ist dann auch wieder eine ganze Zahl, also 0 oder irgendwas drüber, 1, 2, 3, was weiß ich. Und das nennen wir dann einfach mal Rest. Gut. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, diese Zahl überprüft, die da steht, ist durch 2 teilbar, wenn der Rest
der Division 0 ist. Also müssen wir gucken, ist der Rest denn jetzt 0? Okay, also if Rest gleich 0, dann gib uns jetzt mal die Zahl aus, denn die wollen wir ja raus haben. Also console.whiteline und dann hier mein Überprüf. Das ist dann die Zahl, die dann auch teilbar ist durch 2. Gut. Ja, dann sind wir soweit. Da ist noch eine Lücke, die können wir wegnehmen und dann können wir das immer ausführen. So, bam, 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 bam. Das erscheint jetzt bei mir auf dem anderen Bildschirm. Ich ziehe das kurz rüber. Ja, da passiert so herzlich wenig. Warum das denn? Macht er denn überhaupt nichts? Ja, gucken wir doch mal. Das überprüfen wir doch einfach beim Task Manager. Läuft da was oder läuft da was nicht? Mal gucken nach CPU. Debugging, das ist hier unsere Exe, die wir da gerade ausführen. Die läuft mit 17% CPU-Last. Mensch, 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 das ist ja doof. Da passiert also was, aber der gibt gar nichts aus. Warum das denn? Ja, gucken wir uns das doch mal an. Wie kann man jetzt debuggen, also so in Anführungsstrichen, weil das wird nicht gern gesehen, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal kurz, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wo ich dann zeige, ja, so geht's eigentlich wirklich. Also wir geben jede Bedingung durch, die da irgendwie mal auftaucht und überall geben wir irgendwas aus, damit wir wissen, okay, da ist er jetzt angekommen und das macht er jetzt. Das ist, wie gesagt, nicht schön, aber man kann sich das ja erstmal anschauen und dann, ja, so hat man das nämlich früher mal gemacht. Ja, also können wir jetzt hinschreiben, okay, diese Quellcode-Zeilen werden dann hier erreicht, wenn der Rest nicht 0 ist. Das heißt, die Zahl, die wir da überprüfen, ist nicht hier durch 2 teilbar. Okay, dann kann ich es auch mal hinschreiben, damit wir wissen, okay, das passiert dann. Kommen wir da überhaupt hin? Also überprüf ist nicht durch den Divisor, also das wäre dann in unserem Beispiel dann 2, das werden wir gleich sehen, ist nicht durch Divisor teilbar. Gut. So, gucken wir uns das nochmal an. Starten wir die Anwendung. Oh. Wo ist noch ein Fehler? Ja, Semikolon fehlt. Häufiger Fehler passiert mir auch noch. Keine Angst. Und dann warten wir kurz, bis das Konsolenfenster auftaucht. Da ist es. Ich ziehe es wieder rüber. Ja, 1 ist nicht durch 2 teilbar. 1 ist nicht durch... Und so weiter und so fort. Also führt er irgendwie nur diese Zeile Quellcode hier aus. Warum das? Ja, ganz einfach. Der führt hier immer, 1 ist nicht durch 2 teilbar. Das heißt, unsere Variable überprüf, die ist immer 1. Ne? Die geben wir hier mit aus. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir wollen ja, dass der von 1 bis 20 durchzählt. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten, ich mache das mal zu, wenn wir also jetzt hier unten mit der Anweisung fertig sind, welche auch immer wir jetzt tätigen wollen, dann muss der am Ende dieser While-Schleife, ne, die While-Schleife ist hier zu Ende, ne, von da bis da, dann müssen wir noch dafür sorgen, dass das, was wir hier überprüfen und was der hier wirklich auch dann testen soll, ist das teilbar, noch um 1 hochzählen. Also überprüf ist gleich überprüf plus 1. Gut, dann können wir doch mal gucken, passt das oder passt das nicht. Starten das und wups. Ist die Anwendung schon zu Ende? Ja, ihr kennt das Problem. Wir müssen, wenn die Anwendung dann irgendwann mal hier unten bei dem Static Void Main ankommt, da müssen wir dann irgendwie so ein Console-Readline reinpacken, damit er dann nicht sofort das Konsolenfenster schließt. Also wir starten das jetzt nochmal. Ich ziehe das jetzt wieder rüber, weil jetzt ist es noch da. Und dann ist das Visual Studio auf einmal weg. Da, zack. Da ist es. Gut. Ja, 1 ist nicht durch 2 teilbar. 2, ja, das ist durch 2 teilbar. Ja, der geht jetzt nur hier hin und gibt nur die 2 aus, ohne irgendwelchen Text dazu. Und dann 3 ist nicht durch 2 teilbar. 4 ist wieder durch 2. Also, das haut jetzt wohl hin. Und hier sieht er schon, dass das nicht ganz so doll ist, weil wir wollen eigentlich nur die Zahlen ausgeben, die eben jetzt durch 2 teilbar sind. Das heißt, den ganzen Kladderadatsch hier mit ist nicht durch 2 teilbar interessiert uns gar nicht. Das heißt, ja gut, jetzt können wir sagen, okay, wir wissen jetzt, wo der Fehler lag, dann können wir das einfach auskommentieren und gut ist. Ja, hier starten. Muss ich mal bei Gelegenheit gucken, wie man das machen kann, dass es sofort hier in dem
Bildschirm startet, egal. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, ja, haut hin. Das sind alle Zahlen, die durch 2 teilbar sind, bis 20. Gut, jetzt ist aber so, dieses Auskommentieren ist zwar okay, ja, okay, das läuft jetzt so, wie ich es will, aber wenn ihr größere Anwendungen schreibt, dann kann es durchaus passieren, dass dann irgendwie man mal vergisst, ach ja, das Console-Readline ist jetzt nicht so wichtig, ich bin jetzt fertig, ich mache jetzt erstmal irgendwas anderes, es gibt noch wichtigere Probleme, das war jetzt nur ein Fehler, den ich unbedingt beheben musste. Das heißt, dieses Console-Readline lässt man dann irgendwie drin und vergisst es auf einmal. Und das ist eben nicht so schön, deswegen sollte man sowas auch nicht machen. Das wird auch von Programmierern, die ein bisschen Erfahrung haben, nicht so gern gesehen, dass man da irgendwie das Programm selber nimmt, um irgendwelche Fehler zu, ja, eingrenzen zu können. Und dafür gibt es nämlich ein viel besseres Tool. Gut, also wir stellen den Ursprungszustand wieder her. Wir haben einen Fehler, schlimm, schlimm. Und ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel in Microsoft Visual Studio, dass wir sowas wie direkt im Visual Studio debuggen können, ohne hier so ein Console-Readline. Dazu hat man hier so eine graue Leiste und diese graue Leiste, da kann man einfach mal reinklicken auf einer bestimmten Höhe und schwuppdiwupps hat man hier einen roten Kreis und der zeigt an, so Junge, also wenn du jetzt das Programm startest, hier mache ich Schluss, also da ist erstmal Pause und dann musst du mir sagen, ja, hier mach weiter oder du kannst ja erstmal gucken, was passiert da. Ja, das machen wir doch einfach mal. Ja, wir haben hier immer noch den Fehler drin. Denk dran. Okay, dann starten wir mal das Programm. Dam, 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 dam. So, und dann schieben wir das hier rüber und dann gucken wir mal so ein bisschen zu. Na komm, so. Gut, jetzt gibt es eine Möglichkeit, sich alle Variablen so Stück um Stück anzeigen zu lassen, um da nicht immer, also man kann jetzt hier rüber gehen. Okay, Divisor steht da und das ist jetzt noch 0. Okay, das, wenn ich jetzt runtergehe, ist doof, weil dann ist es weg. Das kann man sich sticken. Da gibt es hier so einen kleinen Stick. Bap, und da ist es. Super. Jetzt kann ich immer gucken und nicht drüber halten. Ja, wie groß ist denn der Divisor jetzt? Okay. Der Divisor wird jetzt noch 0 sein, weil diese Zeile Quellcode, die wurde noch nicht ausgeführt. Ja, wenn das gelb unterlegt ist, dann sagt uns unsere Entwicklungsumgebung, ja, das ist die nächste Anweisung, die ich ausführen möchte. Das musst du mir aber erst bestätigen. So, und dazu hat man hier oben, das kann bei euch irgendwo hier hinten vielleicht sein, eine Leiste, wo man einmal sagen kann, okay, stopp das Programm, starte das neu, oder was für uns jetzt wichtiger ist, ne, entweder über den Button oder über die Taste F11, Step into, das heißt, führe das, was da jetzt gelb angezeigt ist, aus. So, das werden wir gleich sehen. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann geht er in die nächste Zeile. Die wird als nächstes ausgeführt. Okay, okay. Aber die wurde jetzt ausgeführt. Und da sehen wir, okay, unser Divisor ist jetzt 2. Das heißt, der hat das jetzt wirklich ausgeführt. Toll. Das können wir jetzt mit dem Intervallende auch machen. Das ist deklariert, schön, aber noch nicht definiert. Das heißt, Intervallende hat noch keinen Wert. Okay, nächster Schritt, also das gelbe ausführen. Mach mal 20. Toll. Ja, hier drüben. Gut, und das machen wir jetzt auch mit dem Überprüf. Das ist ja, damit wollen wir anfangen mit dieser Zahl, das zu überprüfen. Und da können wir jetzt auch sehen, okay, die ist jetzt 1. Die kann man auch mal schnell noch sticken. Und dann gucken wir mal. Wir wollen Überprüf durch 2 teilen. Und da kommt dann sowas wie ein Rest hier unten raus. Den kriegen wir den schon. Nein, der Debugger kennt ihn noch nicht, weil er hier noch gar nicht drin war. Das heißt, wir führen den mal kurz aus und dann soll er jetzt gleich da sein. Okay, der Rest ist da. Na, so. Das heißt, der Rest kommt durch, überprüft durch 2 und das, was halt da als Rest übrig bleibt, seit der Division. Ja. So, gut. Was macht jetzt die While-Schleife? Die While-Schleife macht jetzt, okay, überprüf 1. Okay, das ist jetzt 1. Das soll kleiner oder gleich Intervallende sein. Das Intervallende ist 20, okay, das ist also kleiner oder gleich, also in dem Fall kleiner. Und das zeigt dann auch an, okay, überprüf ist kleiner oder gleich Intervallende und dann dahinter der Wert, true, das ist wahr. Also gehe ich jetzt sofort in die While-Schleife rein und guck mal, was passiert denn da so. Okay, nächster Schritt. Als nächstes soll er gucken, okay, das soll irgendwie zugewiesen werden. Ich möchte den Rest der ganzzahligen Division von überprüf, also 1, durch den Divisor, also 2. Das sehen wir auch dann hier drüben, deswegen habe ich es da so hingestickt.
Gut, und jetzt kann man auch gucken, jetzt ist der Rest auch da. Den kann man, ach nee, den hat man ja schon. Ups, ja, mein Fehler. Gut, ja, dann der wird jetzt als nächstes zugewiesen. Okay, also 1 durch 2 ist ja irgendwas 0, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen den Rest haben. Wenn ich 1 durch 2 ganzzahlig teile, dann geht das nicht. Also kommt da irgendein Rest raus. In dem Fall wird das 1 sein. Okay, also führe das mal aus und dann sehen wir, okay, rot, da ist was Neues passiert. Der Rest ist 1. Toll. Ja, ist zu erwarten bei 1. 1 ist ja nicht durch 2 teilbar. Gut, dann gucken wir mal. Rest ist nicht 0. Ja? Rest gleich 0 ist false, weil eben der Rest 1 ist. Das heißt, der geht jetzt hier nicht rein, sondern überspringt das und dann geht dann in das else rein. Da steht jetzt nichts mehr, weil wir debuggen jetzt mal ordentlich. Und dann geht er zum Ende der While-Schleife und dann, ja, dann ist er da unten. Und dann, nächster Schritt, dann springt er hier wieder hoch, überprüft, ist das 1 kleiner als 20? Ja, das ist es, also tue ich das, was da in der While-Schleife passiert. Und das hat man ja gerade eben schon, da passiert jetzt nichts anderes, als was wir schon gesehen haben. Und das so lange, bis ja irgendwann mal ein Stromausfall ist. Ne? Gut, ja, jetzt können wir aber, und das ist der Gag an den neueren Versionen von Visual Studio, irgendwie in den Quellcode gehen, dann sagen, okay, ich schreibe da jetzt was rein, was der jetzt tun soll. Und wenn ich jetzt Step Into mache, also führe das nächste aus, das wäre jetzt dann diese Anweisung. Ja, das heißt, überprüf soll jetzt überprüf plus 1 sein. Das heißt, zähle den um einen hoch. Können wir mal gucken, also überprüf ist hier. Zählen wir den um einen hoch. Ja, okay, überprüfe es jetzt 2. Das heißt, das war unser Fehler. Und das ohne, dass wir irgendwie was in die Konsole ausgeben mussten und erstmal gucken müssen, ja, wo ist denn jetzt der Fehler und könnte das nicht da sein? Und, nein, wir können direkt im Quellcode gucken, da war der Fehler. Mensch, das ist doch toll. Diese Option, dass man live gleich den Quellcode ändern kann und der kann das dann die geänderte Version ausführen, das nennt man Live-Debugging. Dieses Live-Debugging fragt mich nicht, wann die das eingeführt haben im Visual Studio, aber das gab es noch nicht immer. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt das Visual Studio 2010 Express benutzt, was ja auch kostenlos nutzbar ist für Privatanwender, dann ist das noch nicht drin. Ihr müsst dann jedes Mal erst hier oben über den Stop-Button dann die Ausführung abbrechen, dann das hinschreiben, wo ihr meint, das könnte das Problem jetzt beheben, dann nochmal das Programm ausführen und gucken, passt das jetzt. Das ist ein bisschen mühselig, das heißt, wenn ihr noch so eine alte Version zu Hause habt, ladet euch einfach die Community Edition von dem Visual Studio runter, die ist nämlich auch für den Privatgebrauch kostenlos und ja, dann arbeitet einfach mit der. Gut, dann können wir jetzt mal gucken, das wollten wir jetzt nicht, wir wollten da weitermachen. So, der ist jetzt hier unten, ne, der hier ist gelb. Und der hat jetzt das Überprüf um 1 hochgezählt. Das heißt, wir gucken jetzt, was passiert im nächsten Schritt. Der überprüft natürlich wieder, ist überprüf immer noch kleiner als 20. Ne? Also überprüf, kleiner als 20. Und da kommt dann raus, ja, das ist wohl so. Gut, dann geh da rein und mach weiter. Ja, wir rechnen jetzt wieder den Rest aus. Unser Überprüf ist jetzt 2. Das soll durch 2 geteilt werden. Also ist der Rest zwangsläufig 0, weil diese ganzzahlige Division funktioniert. Ne? Gut, dann muss er jetzt rauskommen, Rest ist 0, schön, passt. Das heißt, er geht jetzt auch in die if rein, in die Bedingung. Ist Rest jetzt 0? Ja, ist er natürlich, also dann schreibt doch mal hin, dass 2 irgendwie durch 2 teilbar ist. Ne? Die gibt es jetzt aus, das wollten wir ja haben. Okay, dann können wir das dann aus, also weitergehen. Überprüf wird es wieder um 1 hochgezählt. Überprüf plus 1 wird dann 3 werden. Wunder, oh Wunder. Ja, 3. Okay, dann gucken wir mal. Ist 3 kleiner und so weiter und so fort. Ja, ist es. Und das gehen wir jetzt so lange durch, bis wir sagen, ja, okay, das ist jetzt wirklich der Fehler, warum das Programm nicht lief. Ne? Jetzt ist Überprüf auf einmal 6. Wir teilen das durch 2. Da haben wir schon gesehen, okay, der Rest ist 0. Also wird er wieder hier reinspringen. Und dann uns... Oh, Jetzt ist es erst gelb, jetzt im nächsten Schritt dann 6 ausgeben. Gut, schön, schön. Also, so funktioniert Debugging eigentlich. Also so, dass man möglichst nicht viel am Code selbst rumbasteln muss und dann irgendwie später vergisst, ah, ich habe doch da rumgebastelt, nein, habe ich das oder doch. Ja, also wenn, dann benutzt diese bitte, diese Methode von Debugging. Das erspart euch
wirklich Mühe, dann zu gucken, wo habe ich denn da noch was liegen lassen, glaubt's mir. Gut. Ja, dann können wir doch uns ein weiteres Beispiel angucken. Und zwar gucken wir uns an, wie das denn mit Vorschleifen funktionieren würde. Ja, dieses ganze Problem kann man auch mit Vorschleifen nachstellen. Und das hat halt Vor- oder auch Nachteile. Je nachdem, das muss jeder selber wissen. Das ist so ein bisschen, ja, wie arbeite ich denn am liebsten? Gut, das heißt, die Beischleife ist jetzt erstmal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und dieses Überprüfen nehmen wir doch auch einmal kurz weg. So, naja, vielleicht auskommentieren. Gut. So, das heißt, wir wollen das jetzt mit einer Vorschleife machen. Eine Vorschleife ist keine While-Schleife. Eine While-Schleife guckt, ist das, was ich da überprüfen möchte, denn jetzt so? Und dann, wenn ja, dann führt das da unten aus. Bei der Vorschleife ist das ein bisschen anders. Die sieht von der Struktur erstmal so wie eine While-Schleife aus. Also so eine runde Klammer und eine geschweifte Klammer. In der runden Klammer gebe ich jetzt nicht nur eine Bedingung an, wenn das so ist, dann mach das da unten, sondern ein bisschen mehr. Die muss nämlich zählen und du musst erstmal wissen, mit was zähle ich überhaupt. Das mit was zähle ich überhaupt war gerade eben unser Überprüf. Also schreiben wir das erstmal hin. Ich sage, okay, ein Integer, der Überprüf heißt, soll, mit dem soll gezählt werden. So. Und dieser fängt mit dem Startwert 1 an. Jetzt muss ich angeben, wie lange soll der denn das, was hier unten steht, ausführen. Das kennen wir auch von eben, ne? Solange das Überprüf kleiner oder gleich die 20 da oben ist, also unser Intervallende, so lange soll der das da ausführen. So. Und jetzt kommt halt noch der kleine Haken, das ist eigentlich das, was wir bei der While-Schleife unten gemacht haben, was wir ja vergessen haben. Wir müssen noch angeben, wenn der einmal durch ist und das nächste Mal durch ist und so weiter wieder durch ist, was soll der jetzt mit der Zählvariable, die wir hier vorne angegeben haben, denn dann machen? Der soll die, hatten wir vorhin gemacht, um 1 hochzählen. Also überprüf ist gleich überprüf plus 1. Ja, diejenigen, die da schon ein bisschen fortgeschrittener sind und ja, wie Mathematiker so sind, vielleicht auch Programmierer faul sind, die wissen natürlich, okay, dieses Überprüf ist gleich Überprüf plus 1, kann man abkürzen mit Überprüf plus plus, das geht natürlich auch. Ja, gut. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich, oh verdammt, nochmal genau das gleiche schreiben wie eben. Ja gut, dann machen wir das auch schnell. Okay, wir brauchen einen Rest, ja, der ergibt sich aus Dividend Modulo Divisor, also für eine ganzzahlige Division durch, aber gib mir den Rest aus. Und wenn dieser Rest, if Rest, wenn dieser Rest gleich 0 ist, dann kann ich die Zahl ganzzahlig durch eben den Divisor teilen. Und dann schreiben wir dann wieder hin, console.writeLine, das ist eine der Zahlen, die dann eben durch 2 teilbar sind. Okay. Und dann sind wir ja im Prinzip schon fertig, weil das hier unten hatten wir bei der While-Schleife dann unsere Zählvariable dann hochgezählt. Das macht die Vorschleife jetzt aber automatisch. So, das wollen wir uns jetzt angucken, wie das irgendwie funktioniert. Gucken wir doch mal, wir brauchen das hier oben nicht mehr, das kennen wir ja von vorhin schon. Das heißt, wir fangen jetzt hier bei der Vorschleife an und wir sehen jetzt, okay, der startet, also der bricht dann ab und pausiert das Programm, wenn der hier in diese Anweisung reinkommt, also in gleich überprüf 1. Erst dann macht er eine Pause. Okay, dann starten wir das doch mal. Ich ziehe das Fensterchen wieder hier rüber. Warten, bis er sich ausgekäst hat. Genau. So. Jetzt sehen wir, okay, hier ist gelb. Wir sehen auch schon, okay, mein Divisor, der ist schon 2. Und mein Intervallende, das ist schon 20. Das heißt, der hat das hier oben schon ausgeführt und wartet jetzt erst hier unten. Gut. Dann überprüf ist 0, weil das hier noch nicht ausgeführt wurde. Das heißt, im nächsten Schritt wird er das Gelbe jetzt hier ausführen. Gut, dann machen wir das doch mal und sehen, okay, überprüf ist gleich 1. So, jetzt überprüft er, ist überprüf wirklich kleiner als... Oh, na, wo ist es? Da ist 20. Man kann auch hier oben gucken, klar, klar. Ja, das ist es. Also springt er hier runter in die Vorschleife rein, guckt,
Der Rest ist gleich überprüf und so weiter und so fort. Wir kriegen einen Rest raus, der ist hier in dem Fall 1. Das heißt nicht 0, also überspringt er da die Anweisung in dem if. Und jetzt ist er da unten. Bei der While-Schleife war es jetzt so, ja, wir müssen ja die Zählvariable hochzählen. Und genau das macht er jetzt auch. Der springt jetzt nämlich hier hinter. Ne, das ist jetzt hier hinten gelb. Und das nächste, was er jetzt tun möchte, ist dieses Überprüf um 1 hochzählen. Das heißt, das funktioniert im Prinzip genauso wie eine While-Schleife. Okay, dann tun wir das doch mal. Und wir sehen, okay, Überprüf ist jetzt 2. Dann überprüft er erstmal, okay, ist jetzt Überprüf immer noch kleiner als 20, also soll ich das, was da unten steht, ausführen. Und das ist so, ne, da können wir, wenn wir jetzt nicht logisch denken können, 2 kleiner als 20, 20, schwierig, schwierig, gehen wir hier einfach auf das kleiner gleich und da steht, ja, das ist so, glaub mir. So, gut, dann gehen wir dann wieder in die Vorschleife rein, dann da, tralala, okay, Rest bestimmen, Rest ist jetzt 0, das heißt, das, was hier drin steht, das führt er jetzt aus. So, da rein. Und dann gibt er uns da eine 2 aus. Schön. Und das können wir dann hier wieder durchklicken und so weiter und so fort. Das passiert immer wieder. Ja, wenn er hier unten war, dann geht er erstmal hier hinten hin. Dann überprüft er, ist das so? Und dann geht er rein und so weiter und so fort. Er ist fertig. Dann geht er wieder hier hinten hin, zählt erstmal hoch. Dann überprüft er, stimmt die Bedingung noch, wann ich das ausführen soll, was hier unten steht und so weiter und so fort. Und das geht dann halt so lange, bis dann das Überprüft dann wirklich irgendwann mal die über 20 ist, also 21 und größer. Gut. Soweit. So funktioniert Debugging und ja, so funktioniert eine Vorschleife. Das heißt, mit Hilfe des Debuggings konnte ich mir jetzt so ein bisschen erklären, wie so eine Vorschleife im Prinzip funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein Grundverständnis, aha, das ist eine Vorschleife, die funktioniert so. Das kann man im Prinzip überall machen, das heißt, wenn ihr irgendwo im Internet Quellcode findet, den ihr mal ausprobieren wollt, ja, der macht das und das und dann macht er das wirklich, ihr wisst das gar nicht, dann kopiert den doch einfach erstmal irgendwo rein und guckt mit dem Debugging, macht er wirklich das, was er machen soll, ist das das, was ihr wollt. Ja, das heißt, ihr müsst dann nicht erstmal nachfragen, ist das wirklich so oder erklär doch mal, das kann man selbst so ein bisschen nachvollziehen, was da so passiert. Gut, soweit von mir. Ich bedanke mich bei euch so rum, dass ihr zugeguckt habt. Ja, das ist mein erstes Video und es wäre schön, wenn ihr nicht unbedingt gleich so kreativ mit euren Kommentaren seid. Seid bitte konstruktiv, gebt irgendwelche Kommentare, was kann ich besser machen, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht so gut, was würdet ihr euch wünschen beim nächsten Mal, was würdet ihr euch überhaupt wünschen, was wäre vielleicht gut, wenn das auch in einem Videotutorial auftaucht. Und ja, soweit dann. Bis später.